Was der Raspberry Pi ist, habe ich ja im letzten Video behandelt und erwähnt, dass man ihn zum Beispiel als Server verwenden kann. In diesem Video schauen wir uns mal an, wie das überhaupt geht und wie man seinen kleinen Computer in genauso einen kleinen Server verwandeln kann. Die erste Frage hierbei ist, welches Betriebssystem wir verwenden sollen. Da solche Projekte wie RetroPie und OpenAlex sowieso schon mal rausfliegen, bleiben uns eigentlich nur drei Kandidaten: PyDora, Arch Linux ARM und Raspbian. PyDora ist eine Distribution, die auf Fedora aufbaut, und diese werden wir nicht nutzen, ganz einfach, weil ich persönlich nie Erfahrung mit Fedora gemacht habe. Arch Linux ARM basiert auf Arch Linux und ist nie wirklich für den Raspberry Pi optimiert worden, was zur Folge hat, dass diese Distro eher unstabil läuft, was auf einem Server nicht sein darf. Ein Server soll ja so stabil wie möglich sein. Auch die Installation von Software ist in Arch Linux etwas komplizierter als in Raspbian. Und da sind wir schon bei Raspbian angekommen. Das Standardbetriebssystem, dieses werden wir auch verwenden, aus mehreren Gründen. Es ist für den Raspberry Pi optimiert, da es auf Debian basiert, läuft es sehr stabil, Installation von neuer Software ist einfach, die Software, die wir brauchen, befindet sich auf den Repositories der Distro, außerdem gibt es einen vorinstallierten SSH-Server, der die Wartung um einiges einfacher macht. Gut, wenn wir nun einen Raspberry haben, auf dem Raspi installiert ist, fangen wir nun einmal mit einem Schritt an, den man immer ausführen muss, wenn man einen Server zu Hause hat: dem Pi eine statische IP geben. Das bedeutet, dass sich seine IP im eigenen Netzwerk nicht mehr ändert. Ja, schauen wir uns mal an, wie wir so eine statische IP hinbekommen. Nun, das ist, wenn nicht sogar der komplizierteste Schritt in dieser ganzen Sache zum Server. Deshalb, ja, wenn man das hier über die Bühne gebracht hat, hat man eigentlich das meiste schon hinter sich, zumindest das komplizierteste. Gut. Wie ändern wir das? Wir machen das, indem wir eine Config-File umschreiben. Ich glaube, dass es so auf allen Linux-Distributionen funktioniert, bin mir aber nicht sicher. Bei Debian bin ich mir sicher, dass es so funktioniert, denn so habe ich es eigentlich bis jetzt immer gemacht. So, wir gehen in den Ordner etc und da in den Ordner Network. Da befinden sich folgende Dateien, diese hier, die uns nicht interessieren brauchen, run, braucht uns auch nicht interessieren, und Interfaces. Interfaces Copy wird sich bei euch nicht befinden, denn diese Copy habe ich gemacht. So, Interfaces ist die Datei, die wir ändern wollen. Ich ändere jetzt eine andere Datei, weil ich möchte mir nicht das, was ich bereits gemacht habe, kaputt machen. Irgendwie sollte ich jetzt einen Fehler machen, was ich nicht denke, aber nun ja. Wenn ihr diese Datei in Nano oder Emacs oder Vim oder was ihr auch immer verwendet, öffnet, sieht die so aus. So ist sie eigentlich eingestellt, immer. Also was heißt immer? Immer bei Raspbian. So, wir verändern iPhase ETH0. ETH0 ist der Ethernet-Adapter, ja, die LAN-Verbindung. Gut, die ist im Moment bei auf DHCP. DHCP ist ein Internetprotokoll, welches in Netzwerken dynamische IPs vergibt. Das wollen wir ja nicht mehr. Wir machen das jetzt auf Static. Wenn das alles wäre, wäre das Ganze extrem einfach. Aber nein, das ist es leider nicht. Denn wir müssen jetzt alles, was DHCP normalerweise automatisch macht, müssen wir jetzt natürlich von alleine eingeben. Ich schreibe das jetzt gerade hier ab, was hier reinkommt, denn das kann ich beim besten Willen mir nicht auswendig merken. Das kann auch eigentlich, glaube ich, sonst keiner. Ja, gut. Wie finden wir jetzt diese Sachen raus? Denn diese Sachen müssen wir eintragen. Die Adresse. Das ist noch das Einfachste, denn wir können ja unserem Server unsere eigene Adresse verleihen. Netmask, was zum Teufel? Network, bitte. Broadcast, was? Gateway, hä? Ja, was ist das Ganze? Nun, wie finden wir das heraus? Am besten finden wir das heraus, wenn wir einen Windows-Rechner haben und einen Linux-Rechner, mit dem wir nebenher diese Dinge suchen können. Nun, ich habe hier ein zweites Terminal auf dem Raspberry Pi offen
und noch eine Eingabeaufforderung in Windows. In meinem Fall Windows 7. Gut. Welche Commands verwenden wir? In Linux verwende ich ifconfig. Hier finde ich die Internetadresse raus, mit der ich im Moment im Netzwerk drin bin. Den Broadcast und die Mask. Das ist schön. Was finden wir bei Windows raus? Bei Windows finden wir den Standard-Gateway raus, die Subnetzmaske, also die Mask. Und wiederum unsere Adresse, die ist hier verschieden, weil das sind ja zwei verschiedene Computer in meinem Netzwerk. Macht ja Sinn. Gut, die Adresse, die machen wir als allerletztes. Ja, das kann ich schon mal sagen. Wir fangen mit der Netmask an, die können wir ja abschreiben. Übrigens, solltet ihr die Netmask bei euch nicht finden, was weiß ich warum, die ist meistens die Adresse, die ich hier habe, die 255.255.255.0. Manchmal ist diese 0 am Ende auch nochmal eine 255. Das ist normalerweise, so Standard. So, was haben wir noch? Wir haben den Standard-Gateway. Das ist jetzt bei mir diese Adresse. Na, verdammt. Diese Adresse. So. Das ist also mein Gateway, das ist übrigens mein Router. Das wird auch bei euch wahrscheinlich der Router sein. Davon gehe ich einfach mal aus. Network. Ne, ich mache zuerst Broadcast. Broadcast haben wir ja hier, das ist die 100. Ja, das. Man merkt, die IPs wiederholen sich ständig. Und es ist übrigens immer bei Broadcast eine gute Idee, den Gateway zu nehmen und die letzte Zahl in ein 255 umzuändern. Keine Ahnung, das funktioniert einfach oft so. Wenn es jetzt nicht so funktioniert, dann muss man halt zu Google oder einer anderen Search Engine greifen. Denn ja, das ist eben so ein kleines Problem. So, Network. Da habe ich damals bei der Konfiguration einfach nur geraten, oder das ist eben auch wieder so eine Faustregel, das kann man machen. Man nimmt den Standard-Gateway und macht das letzte zu einer 0. Ja, und das hat bei mir eben funktioniert. Wenn das bei euch nicht so funktioniert, na, dann muss man mal suchen. Und Adresse. Da macht man wieder diesen Standardkram mit, man schreibt den Gateway bis zur letzten Ziffer und da setzt man jetzt eine beliebige ein. Zum Beispiel, mein Windows-Rechner, auf dem ich gerade hier aufnehme, hat die 2 als hintere Zahl. Mein Linux-Rechner neben mir hat die 4, glaube ich. Und diese beiden werden übrigens dynamisch über DHCP verteilt und mein Raspberry hat die 10. Ich mache jetzt hier die 5 draus, einfach nur als Beispiel. Die ist immer statisch und die ändert sich nie. Natürlich könnte man das Ganze auch ohne die statische IP machen, nur dann müsste man jeden Tag nachgucken, hat sich die IP geändert, und man müsste jetzt zum Beispiel, wenn man einen FTP-Server hat, da was ändern. Und ja, wenn man dann eine Connection ins Internet hat, also eine Internetpräsenz zum Beispiel, das geht gar nicht. Denn dann müsste man seinen Router täglich umstellen und das wäre ziemlich blöd. Gut, und wenn wir jetzt so weit sind, sind wir fertig. Das können wir jetzt so abspeichern, das mache jetzt ich nicht, denn ich habe ja schon eine Datei, die abgespeichert ist. Die könnt ihr euch auch noch kurz nochmal angucken. Ja, die sieht so aus. Und ja, das war's zur Konfiguration der statischen IP. Wenn wir nun fertig mit der IP sind, kann es losgehen. Wir installieren einen HTTP-Server und die Wahl fällt bei uns auf den sehr bekannten Apache 2 Server. Dieser wird einfach installiert mit sudo apt -get install apache2.
Wenn die Installation fertig ist, startet der Server standardmäßig von alleine. Ob er auch wirklich läuft, kann man prüfen mit sudo service apache 2 status. Mit diesen Commands kann man übrigens den Server neu starten, starten bzw. stoppen. Und wo kommen unsere HTML-Dateien hin? So, wir haben ja jetzt gerade gelernt, dass man mit sudo service apache 2 status den Status abfangen kann und noch so vieles anderes auch. Wie aber tun wir jetzt unsere HTML-Page anzeigen lassen von Apache 2? Nun, das machen wir folgendermaßen. Wir gehen in den var-Ordner, also slash var, lassen uns da die Contents anzeigen und ihr werdet da etwas nicht haben, und zwar www. Das erstellt ihr dann einfach mit makedir, also mkdir, und in diesem, na, verdammt, so, und in diesem www befindet sich dann natürlich nichts, und da erstellt ihr eine index.html-Datei. Denn diese HTML-Datei wird angezeigt, wenn über eine IP auf diesen Server zugegriffen wird, mit einem HTTP-Protokoll natürlich. Wenn ein anderer Port angesprochen wird, dann natürlich nicht, aber ja. Natürlich könnt ihr andere Seiten haben, wie linkliste.html zum Beispiel, wo meine Linkliste drauf ist. Und dann habe ich hier halt noch ein Fav-Icon für die Linkliste. Aber dieses index.html ist eben, für die, die es eben noch nicht wissen, die Seite, die immer standardmäßig als erstes aufgerufen wird. So, ich kann jetzt hier leider nicht mit startx eine grafische Oberfläche starten. Ich kann aber einen textbasierten Webbrowser starten. Ich hoffe nur, dass ich noch weiß, wie dieser funktioniert. Ja, das weiß ich noch. Und in die URL-Bar, naja, das ist dieses Ding hier unten, gebe ich jetzt einfach mal localhost ein. Und dann steht hier, nothing to see here, no really, there's nothing to see here. Wenn ihr mal auf meinen Server geht und das, oder auf die Linkliste, und das linkliste.html entfernt, werdet ihr auf diese Seite kommen. Die sieht ein bisschen anders aus, wie sie hier aussieht, denn hier verwende ich gerade Lynx, und Lynx kann keine oder kann so gut wie keine HTML-Tags, kann eigentlich fast gar keine, bis auf Tables und Tables und so Center-Align-Zeug, und mehr kann es eigentlich nicht. Ich guck gerade, ich tu mal auf meine Linkliste.html zugreifen. Ja, das sieht jetzt so aus, das sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Ja, ja, verdammt. Ach ja, gut. Ja, und hier haben wir die Linkliste, die euch vielleicht bekannt ist oder vielleicht auch nicht. Wenn ich jetzt etwas ändere an meiner index.html-Datei, nano index, yep. So, hier schreibe ich jetzt hier mache ich jetzt irgendetwas komplett Nutzloses, ich weiß es nicht, ich schreibe Hallo YouTube und mach ein Exit und speichere das, yep, und starte nochmal den Webbrowser und gehe nochmal auf mein Localhost. Das kann man übrigens auch über die IP 127.0.0.1 machen. Dann habe ich hier mein Hallo YouTube. Das heißt, diese Änderungen werden auch sofort übernommen. Man muss jetzt nichts an Apache noch groß ändern, sondern einfach nur die index.html da ändern, und dann funktioniert alles. Das Ganze wird on the fly übernommen. Gut, das war's dann zu der Apache 2 Config. Nun möchte ich euch noch zeigen, wie man aus dem Raspberry einen FTP-Server macht. Dazu verwenden wir ProFTPD.
Dieser wird installiert über sudo apt-get install proftpd. Bei der Installation sollte man den Standalone-Mode auswählen, wenn man gefragt wird. Wie auch schon mit Apache 2 kann man diesen Server mit Service überprüfen und steuern. So, ich möchte jetzt hier eigentlich nur noch eine kleine Sache zeigen. Und zwar natürlich mit sudo service funktioniert genau gleich bei proftpd wie bei Apache 2. Ich möchte aber noch ganz kurz die config-File von proftpd zeigen. Die liegt in etc proftpd und hier haben wir jetzt proftpd.conf drin. Die lasse ich mir jetzt einfach mal anzeigen. So. Und hier haben wir eigentlich nur zwei Funktionen, die ich unbedingt zeigen möchte. Der Rest, das kann man selber rausfinden. Servername, um unserem FTP-Server einen Namen zu geben. Und Default Root, das ist standardmäßig auskommentiert. Das heißt, hier ist eine Raute. Macht die weg. Default Root ist eine unglaublich geile Funktion und ich zeige jetzt auch warum. Ich habe hier mal FileZilla geöffnet und habe mich bereits auf meinem Hagi-Account eingeloggt und das muss ich jetzt zeigen, denn, ja gut, das Fenster hätte ich jetzt eigentlich noch nicht gebraucht, gut. Wir können hier auf einen Ordner zugreifen, in dem es Dokumente und Workspace gibt und dann noch Astron's Pre-Alpha, das ist ein Spiel, was ich mal gemacht habe, Fächerwahl, das ist ein Backup, was ich gemacht habe und Jarsplice, das ist ein Programm, was ich manchmal brauche und eben auch ein Backup davon gemacht habe. Aber wo sind die ganzen anderen Ordner? Ich meine, wo ist das Filesystem von Linux? Wo sind die anderen Benutzer? Wo? Das ist ja alles gar nicht da. Nun, das macht Default Root. Default Root, das steht ja auch hier, use this to jail all users in their homes. Was so viel heißt wie, wenn sich Benutzer bei euch auf dem FTP-Server einloggen, dann können sie nur in ihrem eigenen Home-Verzeichnis operieren und nicht außerhalb. Und das ist eine unglaublich mächtige Funktion, denn es erspart einem so viele Sicherheitsvorkehrungen. Denn man sagt einfach, hey, ich tue nicht alle meine Daten irgendwie mit extra Schreibrechten versehen und alle User in eine gewisse Gruppe setzen. Nö, ich kommentiere einfach nur eine einzige Line in einer Config-File aus und dann ist das ganze Problem gelöst. Um euch das mal zu verdeutlichen. das ist mein Home-Verzeichnis. Hier gibt es die Directories P und FTP. In FTP Die Directory FTP, so, beinhaltet mehrere Home Directories von verschiedenen Usern. Das sind alles Kumpels, soweit, job, Kumpels, Freunde und ja, und Public ist, das kann ich eigentlich mal löschen, denn das verwende ich schon lange nicht mehr. Falls ihr jetzt denkt, da gibt es einen Public Access, nein, den gibt es nicht. Und ja, jetzt schauen wir uns mal den Directory Hagi an und ja, hier sind die ganzen Dateien wieder, plus die beiden Directories, also die Ordner. Und ja, einfach diese eine Line in der Config-File auskommentieren, das bringt ziemlich viel, um einfach für mehr Sicherheit zu sorgen. Noch eine kleine Sache, wie tut man User adden zu ProFTPD? Die ganz normalen User auf dem Linux-Rechner, in dem Fall der Raspberry Pi, sind die User von ProFTPD. Fertig.
Genau so funktioniert es. Ihr macht einfach einen neuen User und der ist dann automatisch ein User bei ProFTPD. Nicht, dass ihr da denkt, ihr müsstet irgendwie extra Commands für die User-Erstellung und Löschung lernen. Nein, müsst ihr nicht. Das ist ähnlich wie bei SSH, dass ihr euch einfach mit euren ganz normalen Login-Daten einloggt. Ja. Nun haben wir so einiges angestellt. Der Raspi hat eine statische IP und ist zu einem HTTP sowie FTP-Server geworden. Fehlt da noch was? Ja, das Ganze geht ja noch nicht ins Internet. Dazu muss man so ein genanntes Port Forwarding machen. Dies funktioniert wie folgt. So, schauen wir uns noch kurz das Port Forwarding an, oder auch Port Triggering. Damit werden wir ja eigentlich einstellen, dass wenn jemand unsere Public IP in den Browser eingibt, dass er auf unseren Server weitergeleitet wird. Nur ganz kurz, wie mache ich das? Ich habe in der URL-Leiste einfach die IP von meinem Standard-Gateway eingegeben und dann wurde ich nach einem Passwort und nach einem Benutzer gefragt. Ja, wenn ihr das nicht wisst, dann habt ihr ein Problem. Schrägstrich, ihr könnt versuchen, einfach mal zu googeln, die Marke eures Routers und dann nach Standard-Login zu suchen. Und bei den meisten Routern ist nämlich das Problem, dass dann noch ein Standard-Login drin ist. Und das ist ziemlich gefährlich auch irgendwo, aber naja. Ich habe einen Netgear-Router, deshalb sieht das bei mir so aus. Das kann bei euch ganz anders aussehen. Ich möchte nur hier so ungefähr zeigen, wie das Ganze funktioniert. Nun, bei mir gibt es hier ziemlich viel zum Einstellen, darunter auch Port Forwarding oder auch Port Triggering. So, das funktioniert hier bei dem Netgear Smart Wizard, wie es heißt, sehr, sehr gut. Ich möchte hier keine Werbung machen, aber das funktioniert wirklich unglaublich gut. Ich kann hier einen Service auswählen, wie zum Beispiel FTP, HTTP, HTTPS oder noch ganz viele andere Sachen, IRC, Quake, SSH, was ja auch ziemlich wichtig ist, VPN, Telnet, da gab es doch noch was anderes, oh, DNS gibt es hier, Age of Empire, ja, ich dachte, hier gäbe es auch noch Counter-Strike, aber naja, okay. Quake reicht ja. Nein. Was ich hier gemacht habe, einfach nur um das Port Forwarding zu erklären. Ich habe dem Service einen Namen gegeben. Das kann man hier auch so selber machen, aber naja, ich habe einfach die Voreingestellten genommen. Habe hier eine Server-IP-Adresse eingegeben. Das ist natürlich die statische IP, die wir unserem Raspberry Pi gegeben haben. Ihr wisst ja noch, meine ist der normale Standard-Gateway und endet dann mit 10. Und das ist auch die Server-IP-Adresse, die ich hier habe beim Port-Forwarding. Ein Startport bei HTTP und Endport, das ist bei mir 80. Das ist eben Standard, dass der HTTP-Port 80 ist und der FTP-Port 21. Das könnt ihr dann auch noch auf andere Ports legen, nur dann funktioniert das Ganze vielleicht eben nicht. Deshalb würde ich sagen, bleibt bei den Standards, Leute. Vor allem, weil wir ja zum Beispiel in der ProFTPD-Config-File den Port einstellen können, der verwendet wird. Und der ist standardmäßig auf 21. Das heißt, wenn ihr was anderes nehmt und versucht, über etwas anderes zu connecten, funktioniert das unter Umständen nicht. Und das ist dann natürlich doof, denn ein Server ist da, um zu funktionieren. Das Ganze ist jetzt Port Forwarding. Um das nur ganz kurz anzureißen und das ganz kurz zu erklären. Der oder ein beliebiger Nutzer aus dem Internet gibt unsere IP ein und landet dann bei unserem Router irgendwann. Jetzt hat er zum Beispiel eine FTP-Anfrage gestartet über den Port 21. Das bemerkt unser Router, dass ja der genannte Nutzer auf den Port 21 zugreifen möchte und wird jetzt weitergeleitet auf die Server-IP-Adresse in unserem
eigenen Netzwerk. Das ist dann der Raspberry Pi oder auch welchen Computer ihr sonst eingestellt habt. Und da wird dann der Rest verarbeitet. So funktioniert Port Forwarding. Ziemlich cool. Und ja, so funktioniert dann das Ganze. Und da habt ihr euren eigenen Server. Natürlich müsst ihr nicht alle Schritte befolgen. Wenn ihr keinen HTTP-Server wollt, braucht ihr auch kein Apache 2 installieren. Und wenn ihr keinen öffentlichen Zugang wollt, dann braucht ihr auch kein Port Forwarding. Eine Sache noch, der Raspberry ist klein und schwach, und das meine ich auch so. Er verträgt keinen großen Traffic. Bei einem Selbstversuch mit einer DOS-Attacke mit dem Programm Slow Loris blockierte der Server schon nach, naja, einer Sekunde. Aber als kleinen privaten Server ohne viel Traffic ist dieses Ding perfekt geeignet. Ich bin Hagi und bevor ich Schuss sage, möchte ich noch kurz anmerken, dass ich mich über Feedback freuen würde und wenn ihr auch anderen von diesem Kanal erzählen würdet, würdet ihr mir damit sehr helfen. Aber naja, ich bin Hagi und ich sag Schuss.